Herzlich willkommen zum nächsten Tutorial und wir befinden uns im Themenfeld lineare Funktionen und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit Hilfe einer Wertetabelle eine lineare Funktion zeichnen kann. Wie ihr seht, habe ich bereits hier eine lineare Funktion euch hingeschrieben und zwar heißt die y ist gleich 2x plus 1. Damit wir überhaupt diese Funktion zeichnen können, benötigen wir zunächst erstmal eine Wertetabelle. Und wie ihr aus dem Tutorial zuvor auch schon erfahren habt, setzt sich diese Wertetabelle aus dem x-Wert und dem y-Wert zusammen. Wir brauchen mindestens zwei Werte, um zwei Punkte zu haben, um diese miteinander auch verbinden zu können. Ich trage mal ein x und y und es ist auf jeden Fall gut, wenn ich beispielsweise einmal in den negativen Bereich gehe, einmal bei 0 mir das Ganze anschaue, einmal bei 1 und bei 2. Wenn ihr in der Schule beispielsweise das auch noch bei minus 3 und bei plus 3 machen müsst, dann ist das völlig in Ordnung. Dadurch habt ihr auch Gewissheit, dass es dann auch wirklich vernünftig dann auch ist und dass es auch wirklich eine lineare Funktion ist. So kann man letztlich auch überprüfen, ob es eine lineare Funktion ist. Wir setzen jetzt also diese Zahl für diesen x-Wert ein. Ich mache das hier noch einmal exemplarisch. Das habt ihr bestimmt auch schon in dem ersten Tutorial zu der Einführung in die linearen Funktionen einmal gesehen. Das heißt also, ich trage mir nun als erstes ein y ist gleich 2x plus 1 und setze mir dann für x diesen Wert ein. 2 mal minus 2 plus 1. Dadurch entfällt x und ich kann noch y auflösen. 2 mal 2 ist 4, plus mal minus macht minus. Da kommt hier minus 4 raus. Minus 4 plus 1 macht dann insgesamt minus 3. Und ich kann hier für meinen ersten Wert minus 2 minus 3 eintragen. Das Ganze kann ich auch für minus 1 machen. Ich trage mir also ein 2 mal minus 1 macht minus 2. Denn 1 mal 2 ist 2. Minus 2 plus 1 macht minus 1. Für 2x setze ich jetzt nun 0 ein. 2 mal 0 macht 0 plus 1 macht 1. Für x setze ich jetzt 1 ein. 2 mal 1 macht 2 plus 1 macht 3. Und ich setze als letztes noch die 2 ein. 2 mal 2 macht 4 plus 1 macht 5. Und damit habe ich jede Menge Punkte, die ich nun auf meinem Koordinatensystem eintragen kann. Und diese Wertetabelle gibt mir letztlich auch ein wenig Hilfestellung dabei, wie groß ich mein Koordinatensystem machen muss. Und wenn ich mich jetzt einmal anschaue, die x-Achse, die liegt so, dann sehe ich, dass es von minus 2 bis plus 2 geht. Und bei der y-Achse ist es so, dass es von minus 3 bis plus 5 geht. Das heißt also, ich versuche mir das Koordinatensystem so groß zu zeichnen, dass ich auch die Punkte eintragen kann. Hier ist meine x-Achse, da ist meine y-Achse. Ich trage ein 2, 4, 6, 8 im negativen Bereich. Minus 2, minus 4, minus 6. Minus 8, 2, 4, 6, 8, 10. Und das Ganze mache ich hier unten auch. Minus 2, minus 4, minus 6, minus 8. Und nehme mir nun beispielsweise den Bleistift. Ich mache das hier bewusst mal mit Rot, damit ihr das besser auch im Video sehen könnt. Jetzt nehme ich mir den x-Wert, der ist bei minus 2. Ich nehme also hier den Punkt bei minus 2. Und suche den dazugehörigen y-Wert und der ist bei minus 3. Und mache mir den ersten Strich, das erste Kreuz. Dann nehme ich mir den zweiten x-Wert, der ist bei minus 1. Das ist hier ungefähr. Und ich suche mir den anderen Wert dazu, das ist hier minus 1. Dann suche ich mir den nächsten Wert, 0, 1. Das heißt also auf der x-Achse bei 0. Und auf der y-Achse bei 1, der ist ungefähr hier. Der nächste Wert ist auf der x-Achse bei 1, ungefähr hier, und 3.
Und bei 2 wäre der Wert y 5. Wenn ich nun jetzt mein Lineal nehme und das Ganze miteinander verbinde, habe ich in dem Fall meinen Graphen eingezeichnet. Jetzt muss ich noch an meinen Graphen die Funktionsgleichung ranschreiben. Y ist gleich 2x plus 1. Und damit bin ich dann auch schon fertig. Wie ihr gesehen habt, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, in dem Zusammenhang dann wirklich auch zwei Kästchen für einen Zentimeter zu nehmen, um hier besonders genau auch zeichnen zu können und das auch genauer auch zu sehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!